Ja, willkommen zurück, Freunde. Ja, ich habe euch ja versprochen, regelmäßiger so Videos über Frauenthemen zu machen. Für die, die neu hier sind, nein, ich bin kein Frauenexperte in dem Sinne. Nur ich habe halt die letzten Jahrzehnte, ich bin ja auch jetzt keine 15 mehr, ein paar Erfahrungen gesammelt, die würde ich gerne mit euch teilen. Und ich habe letztes Jahr, ja, das ist jetzt ein Jahr und ein Monat her, so in etwa, also 13 Monate her, habe ich eine hübsche, großgewachsene, blonde Frau kennengelernt. Die war auch sogar ein Ticken größer als ich, die war knapp über 1,80. Schöne Kurven, gut gebaut. Relativ flacher Bauch, schöner runder Hintern, lange Beine, hübsches Gesicht, so ein bisschen so, ja, schon so Hollywood-mäßig so oder Model-mäßig so. Jetzt nicht die, ich sag jetzt nicht, die war, keine Ahnung, die schönste der Welt, aber die war schon eine hübsche. Warum erzähle ich euch das? Weil man geht ja so zunächst mal von der Optik aus. Man weiß ja nicht, wie die Frau drauf ist. Okay. Ich habe sie, die war circa, wie alt war die denn? 32, 31, 33, so genau weiß ich es nicht mehr. Wir waren nur 3-4 Wochen und davon intensiv vielleicht 1,5-2 Wochen unterwegs. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Ich habe auch ein, zwei Videos, wo sie da irgendwie ohne Gesicht zu sehen ist. Also man sieht so ein bisschen, ne, so die Formen und so. Und aber ich habe extra nicht das Gesicht mit draufgepackt, weil erstens wusste ich, was heißt wusste ich, sondern ich ahnte, irgendwas ist da falsch. Weißt du so, kennst du das? Wenn du irgendwas richtig Tolles bekommst und dann du hast dieses Gefühl, aber das kann doch nicht sein. Ne, so irgendwas ist doch da faul, so weißt du, so ein Gefühl hatte ich. Es war zu der Zeit, wo ich diese Wohnung bekommen hatte, ich habe diese Wohnung am 1. Juni 2019 bekommen, diese neue hier. Die ist doppelt so groß wie die alte war super klein, die hier ist schon doppelt so groß und die, die jetzt die nächsten 2-3 Jahre kommen soll, soll auch nochmal 1,5 bis 2 Mal so groß wie die hier werden. So Gott will, mit eurer Hilfe, wenn ihr diese Videos teilt und liked und kommentiert. Werbung an dieser Stelle. Bevor ich weiter spreche, Akkupower Twitch ist mein Twitch-Name. Link in der Videobeschreibung, Facebook, Instagram auch. Kurze Eigenwerbung. So. Und als ich hier eingezogen bin, habe ich alle meine alten Möbel natürlich weggelassen, weil ich wollte, also ich wollte so gut wie nichts aus der alten Wohnung hier mit rübernehmen. Neues Bett, neue Couch, neue, keine Ahnung, alles sollte neu sein, okay? Neue Schränke und. Dementsprechend, das Problem war, ich habe sie kennengelernt und genau einen Tag vorher oder 2 Tage vorher hatte ich mit dem Vermieter die Wohnung sozusagen vereinbart, dass ich sie bekomme und dass ich einziehe. Und dann war ich habe auch so Einkaufsvideos gemacht, wo ich in Möbelhäusern bin, wo ich dieses Boxspringbett hier gekauft habe, 2x2 Meter groß und. Aussuchen, kaufen, Transport, hochtragen und machen und tun und hier und da. Sowas braucht halt seine Zeit. Jetzt habe ich sie immer so alle 2-3 Tage gesehen. Meistens abends irgendwie mal 1-2 Stunden mit dem Auto rumgefahren, was gegessen, was getrunken. Aber da, hier, die Wohnung war noch nicht fertig und in die alte Wohnung wollte ich sie auf gar keinen Fall mitnehmen. Schaut euch mal von vor 8 bis 10 Jahren meine Wohnung an. Da, also in diese Wohnung wollte ich nie wieder eine Frau mit reinnehmen. Denn das hatte ich schon ein paar Mal gemacht und das ist immer sehr, sehr schief gelaufen. Die Wohnung war chaotisch, nicht sauber, viel zu klein und da wollte ich keine Frau mehr mit reinnehmen. Dementsprechend habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, diese Wohnung zumindest mal ein paar Möbel, ein bisschen ein paar Teppiche und das Bett und einen riesen Fernseher, 1,70 Diagonale und ich wollte mit ihr Filmabende machen und ich war richtig glücklich. Wie glücklich kann man denn sein? Neue Wohnung, eine neue Freundin. Denk ich mir, Jackpot. Dann
Nach circa zweieinhalb Wochen hatte ich das erste Mal ein richtiges Date tagsüber mit ihr. Und wir treffen uns in der Düsseldorfer Altstadt, so Burgplatz Richtung Rhein. Wir haben zwei kühle Getränke, wir sitzen, da ist so eine Mauer, falls sich jemand in Düsseldorf auskennt, hinter, da gibt es so eine Straße, da sind viele so lateinamerikanische Bars und dahinter ist so ein kleiner Fluss oder so ein Bach und da ist so eine Mauer, wo man sich draufsetzen kann. Wo auch so Stahl- oder Eisenstatuen sind und wo dahinter die Kirche ist und der große Turm am Burgplatz und so. Die in Düsseldorf unterwegs sind, wissen, wo ich das meine. Also ich sitze so mit ihr da und ich muss dazu sagen, ich hatte das erste Mal mich auf eine Frau, oder nicht das erste Mal, aber ja doch, das erste Mal richtig. Also ich hatte schon mal ein, zweimal was mit Frauen, die Kinder hatten, aber da war klar von vornherein mehr oder weniger, dass das eh nichts wird. Aber diesmal dachte ich mir bewusst, lässt du dich mal auf eine Frau ein, die schon zwei Kinder hat? Eventuell ist sie reifer, die war ja auch schon, ne, die war ja schon über 30, dachte ich mir, komm, Alter ist schon reif, die hat schon zwei Kinder, eventuell, wenn das passt, mache ich mit ihr auch nochmal ein, zwei Kinder und ne, das waren so meine Gedankengänge und wir sind eine glückliche Familie. So, ich muss lachen so selber, weißt du. Jetzt sitze ich mit ihr auf dieser Mauer. Und da kam mir so dieser Gedanke, dass sie, weil ich selber, ne, sie war auch berufstätig, das muss ich dazu sagen, ne, sie war berufstätig. Und jetzt habe ich mich gefragt, weil, ey, hör mal, ich bin Single, ich war berufstätig zu dem Zeitpunkt und ich hatte wenig Zeit und musste noch die Wohnung einrichten. Da habe ich mich gefragt in meinem Kopf, hör mal, wie macht die das eigentlich? Ne, dass die jetzt Zeit hat und, ne, so, und dann habe ich sie gefragt und so. Und dann meint die, ja, bei meiner Mutter, sag ich, aber ey, hör mal zu, wir sind so oft unterwegs, so irgendwie, ich weiß nicht, so immer deine Mutter und die hat auch ein Privatleben, das kann doch nicht sein und so. Und wir waren so ein bisschen cool miteinander, was ich auch cool fand, dass sie ehrlich war, aber jetzt kommt der Kasus Knaxus. Meinst du, komm, sei mal ganz ehrlich, so, wie machst du das, so, guck mal. Ja, Babysitter, ich sag, komm, das ist doch viel zu teuer, jedes Mal Babysitter und so. Und dann hat sie so gelacht und dann sagt sie, ja, die Kinder sind bei meinem Ex-Mann. Dachte ich mir, okay, ja, ist ja irgendwo logisch. Weil das ist ja der Vater der Kinder. Aber, ach ja, übrigens, die hatte zwei Kinder von zwei verschiedenen Vätern, muss ich dazu sagen. Habe ich aber alles nach und nach erfahren und so. So, jetzt, gut, ich weiß, die rote Flagge ist schon bei einigen schon längst hochgegangen. War bei mir auch, aber ich dachte mir, komm, Akku, lässt du dich einmal auf eine Frau ein, guckst erstmal, nicht vorher schon so Urteile fällen, komm, mach mal erstmal. Also ich hatte auch schon die rote Flagge schon längst oben, aber ich dachte mir, komm, ne, so chill dein Leben, so lern sie kennen, guck mal, was Sache ist. Also, die Stories, die sie mir erzählt hat, sind viel weitreichender, ne? Aber das würde jetzt in diesem Video zu weit führen. Also, das geht schon richtig tief, was sie mir alles erzählt hat. Aber ich erzähle euch nur einen Teil. Sag ich, ey, aber warte mal, die zwei Kinder sind von zwei verschiedenen Eltern und der eine, weil sie hat mir erzählt, der eine holt die immer ab und so, sag ich, aber der hätte doch bestimmt auch keinen Bock, so das fremde Kind auch noch mitzunehmen und jedes Mal und du bist ja so oft mit mir unterwegs und auch so mit deinen Freundinnen Kaffee trinken und so, mach ich so. Und dann hat sie so gelacht und dann sagt sie, ja, also ich tue dem ja auch einen Gefallen. Sag ich so, wie? Die genauen Worte weiß ich nicht mehr, aber die so, ich so, wie? So, ja, also, ja genau, ich habe gefragt, wie hast du es denn, also nachdem du von dem getrennt warst mit den anderen, zum Beispiel Männern und so, sagt sie, ja, ich habe dem immer einen Gefallen getan. Sag ich so, ja, was denn? Sagt die, ja, ich musste halt... Versteht ihr? Also so als Gefallen, so. Und wenn nicht, dann hätte er die Kinder nicht genommen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ne?
Ich war zweieinhalb, drei Wochen richtig glücklich, ne? Komm aus der kleinen Bude raus, komm in die etwas größere Bude. Läuft gerade und letztes Jahr um die Jahreszeit, die Videos liefen auch, das war kurz nach der FIBO. Und die Klicks waren gut, die neue Wohnung war gut, neue Möbel, neuer Fernseher. Oh, eine neue, hübsche, großgewachsene, blonde, kurvige Freundin und so, alles prima. Und dann haut die diesen Satz raus, dass sie dem diesen Gefallen tut mit ihrem Mund. Ich war so glücklich, ne, vorher so. Und es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint. Wie gesagt, alles andere ist perfekt und dann haut sie diesen Satz raus. Und die ist so hübsch gewesen. Die war so hübsch, so ein hübsch. Kennt ihr diese Gesichter, wo man gerne reinguckt? Die war so hübsch. Großgewachsene, blonde, hübsche Frau, so. Ich war mit ihr, wir waren tagelang mit dem Auto abends unterwegs. Es war Frühling, Sommer. Wir waren irgendwie, ich hab auch so Videos, wo ich mit ihr am Strand bin. Da gibt's auch ein, es gibt wie gesagt zwei, drei Videos, wo sie mit drauf ist, aber ohne Kopf halt, ne? Also ohne Gesicht. Mit Kopf, aber ohne Gesicht. So, kann ich euch auch verlinken, könnt ihr euch angucken. So. Wie soll ich euch dieses Gefühl beschreiben? Das war so, als ob, kennt ihr als Kind, wenn du so rumtobst auf dem Spielplatz, ich habe das schon ein, zwei Mal gehabt, kennt ihr bestimmt. Und dann fällt man aus so einer gewissen Höhe auf seinen Rücken oder so oder auf seinen Bauch und die Luft aus deiner Lunge wird so rausgepresst. Kennt ihr das? Und wo ihr dann so für eine halbe Minute oder eine Minute so, weil die Lunge so zerquetscht wurde, dass du sämtlich, dass du das Gefühl hast, dass du nicht mehr atmen kannst. Kennst du das? Kennt ihr das Gefühl? Ich hab eine sehr genaue Erinnerung an Iran, Teheran. Könnt ihr auch googeln. Shahrak Fakuri, das sind so große Hochhäuser gewesen. Ne, von der Luftwaffe, vom Iran. Mein Vater war ja bei der Luftwaffe. Und da gab es so einen Spielplatz neben unserem Haus. Ich weiß es noch ganz genau. Und dann bin ich auf so einer Schaukel und wollte so irgendwie komisch runterspringen, bin ausgerutscht und dann aus so 1,5 Meter Höhe so richtig runter, horizontal auf dem Rücken gefallen. Die komplette Luft aus meiner Lunge wurde rausgepresst. Und ich hatte das Gefühl, dass ich jederzeit ersticke. So, für eine Minute, halbe Minute, Minute habe ich keine Luft gekriegt. Mein Vater hat auf meinen Rücken geklopft, hat mir seine Hand genommen, so Luft in meine Lunge, damit die sich wieder ausdehnt. Der wusste, der hat auch ein bisschen Ahnung von so Körperkunde und so. Und dann hat er mich dadurch gerettet. Lange Rede, aber ich erzähle euch zwei, drei solche Stories, wie er mich auch schon mal gerettet hat. Ne? Ich war schon zwei, drei Mal kurz vorm Abnippeln, aber ich erzähle euch das mal ein andermal. Ich habe es euch jetzt so ausführlich erklärt und ich will euch jetzt mal ein Fazit ziehen. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, habe ich die letzten 15, 20 Jahre, wo ich mit Frauen zu tun habe. So, ne, die erste große Liebe, dann, weißt du, Herzschmerz, erste Trennung und immer wieder neue Frauen kennengelernt. So eine Situation habe ich die letzten 15, 20 Jahre, so oder so ähnlich, schon so oft erlebt, dass ich es mittlerweile erwarte, dass es so passiert. Also ich gehe schon mit einer Negativerwartung in eine Beziehung, weil ich ganz genau weiß, es ist zu schön, um wahr zu sein. Und kurz nach einer Start einer Beziehung kommt irgendwie so. Ich kann euch auch eine Story von 2017 aus Köln erzählen. 2017 zwei Stories könnte ich euch erzählen. Zwei Stories sogar. 2018 auch nochmal Mai, Juni rum, so eine Story. Und das war jetzt 2019, was ich euch jetzt erzählt habe. Und ich will euch ein Fazit ziehen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ich weiß nicht, wie früher, guck mal, man sagt immer, früher war alles besser. Wer weiß, aber ich habe so das Gefühl, richtige Familien, die wirklich ein Leben lang zusammenhalten, super selten geworden. Und meine Theorie darüber ist, dass seit 30, 40 Jahren, so sagen wir mal 80er, 90er hat das schon angefangen und Richtung 2000er mit den ganzen Handys, Internet wurde es immer schlimmer, dass
bestimmt auch Männer, also ihr seid, also die meisten Zuschauer auf meinem Kanal sind Männer, deswegen erzähle ich das aus der Sicht eines Mannes. Aber das kann genauso gut aus der Sicht einer Frau so sein, ja? Dass bestimmte Werte einfach nicht mehr existieren, weil man denkt, ach komm, es sind doch moderne Zeiten, scheiß drauf. Es hat mich so ein gewisser Ekel gepackt, als sie mir das gesagt hat, ne? Weil zu dem Zeitpunkt hatte sie die Kinder auch abgegeben. Also Kopfkino. Also, wo war sie jetzt vor einer halben Stunde, Stunde? Wie hat sie den Typen dazu gekriegt, die Kinder? Und dann war Kopfkino und dann war vorbei. Ab da war vorbei, da ging gar nichts mehr. Dann hatten wir Funkstille, weil ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. So, also hätte sie sich gemeldet direkt danach, vielleicht wäre ja noch, keine Ahnung, ob da jetzt, weißt du, ich war noch nicht mal sauer, weißt du, das war schon so, okay, es ist halt so heutzutage. Also ich war schon so oft enttäuscht worden, ne, dass das, ich habe das schon erwartet. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin schon mit dieser Erwartung in diese Sache reingegangen. Noch jetzt, wenn ich darüber rede, ich bin sprachlos. Dass sie diesen Satz, und das hat sie mit ihrem hübschen, also die hat so eine, wie soll ich euch das sagen, die hat so ein hübsches Gesicht gehabt, wenn sie gelächelt hat, diese Augen, dieses Lächeln. Und dann mit diesem Lächeln und so hat sie mir diesen Satz rausgehauen. Und das hat mir die Füße und den Boden unter den Füßen weggezogen, die Luft aus meiner Lunge raus. Ja. Und da musste auch nichts mehr gesagt werden. Also die hat sich dann, ich hab noch die WhatsApp-Nachrichten, die hat sich dann anderthalb, zwei Wochen später dann nochmal gemeldet, so, ey Akko, tut mir leid, ich habe viel zu tun gehabt. Denk ich mir, ich dachte, jetzt kommt so, Akko, tut mir leid, dass ich dir den Satz gesagt habe, aber nein, diese sagte, ja, weil die hat sich ja dann auch nicht gemeldet, weil ich habe mich ja nicht gemeldet, weil für mich war erledigt. Weißt du, was ich meine? Und es gibt Männer, die können sowas verzeihen. Ich kann sowas nicht verzeihen. Ja, und das ist mein Dilemma. Und das ist mein Dilemma. Manchmal denke ich, weniger Stolz, weniger Ehre, auf alles ein bisschen scheißen. So, ach, ist doch egal, was meine Frau da jetzt so gemacht hat oder aktuell macht. Ich habe ja auch Videos gemacht, wo ich Leute kenne, die ich seit 20, 25 Jahren kenne, die das einfach dulden, was ihre Frau so macht. Oder umgekehrt, ich kenne Frauen, die einfach dulden, was ihr, nicht bester Freund, sondern was ihr fester Freund oder Ehemann machen. Die wissen teilweise, dass der links und rechts fremd geht oder irgendwelche komischen Sachen macht. Die akzeptieren das, um nicht Single zu sein, um nicht alleine zu sein. Ich kann sowas nicht akzeptieren. Und ich sehe es um mich herum, Freunde, Verwandte, Bekannte, was sie alles erdulden und erleiden, nur um nicht alleine zu sein. Und ich bin ein Mensch, ich denke mir, lieber bin ich alleine, ja, als mit jemand zusammen zu sein, der nicht einen Hauch von Stolz und Ehre und Benehmen besitzt. Erstens, sowas gar nicht zu machen, da fängt es schon an, also dass sie das gar nicht macht. Und zweitens, es mir nicht so mit einem Lächeln in die Fresse klatscht. Verstehst du? Wie gesagt, dieses Video soll nicht gegen Frauen sein. Sowas kenne ich auch umgekehrt, wenn Männer ihre Frauen einfach komplett ausnutzen und verarschen. Ich habe mich ja auch nicht verarscht gefühlt, weil wir waren in dem Sinne noch gar nicht richtig zusammen. Wir waren in der Kennenlernphase. Das waren anderthalb, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, zweieinhalb Wochen, wo wir miteinander so alle zwei, drei Nächte mal so abhingen oder im Auto mal saßen, was getrunken haben oder, also jetzt kein Alkohol, aber so Wasser, gekühlte Sachen und so irgendwo am Rhein oder am Strand waren. Ich trinke eh keinen Alkohol, ne? So. Ich bin, ey, ich, also, guck mal, ne, ich mache jetzt euch ein Video, ich bin immer noch sprachlos. Und mehr weiß ich auch dazu nicht zu sagen. Also, es gibt viele Beziehungen, also Leute, die im Prinzip nicht alleine sind, die sind in einer festen Beziehung, also feste Beziehung, Beziehung oder Ehe, sind aber trotzdem alleine. Die haben keinen Seelenpartner, Herzpartner. Das ist eine Zusammenkunft von Mann und Frau, für irgendwelche Zwecke,
Aber so eine richtige Liebesbeziehung oder Heirat ist das teilweise nicht oder sehr oft. Ne? Lasst mir ein paar Bewertungen und Kommentare da. Falls ihr solche Erfahrungen gemacht habt, auch in die Kommentare schreiben. Bitte nicht irgendwie gegen Frauen oder gegen Männer schreiben, so allgemein. So, es passiert beiderseits. Ne? Manchmal sind es die Männer, die sowas machen, manchmal sind es die Frauen. Und ich glaube, an sowas scheitern auch viele Beziehungen. Ne? Dass so ein Fingerspitzengefühl gar nicht mehr da ist. Dass man dem Partner Sachen antut, die man nicht mal seinem Haustier antun würde. Okay? Abonniert den Kanal, checkt die Links in der Videobeschreibung, Facebook, Instagram und mein Twitch-Kanal. Und vor allen Dingen teilen, falls es euch gefallen hat, liken und kommentieren, weil daran sehe ich, ob ihr Interesse an solchen Videos habt. Vielen Dank, wir sehen uns eventuell morgen wieder. Bis dann. Schaut euch ein paar alte Videos an. Ich werde euch auch hier oben was verlinken.